Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ihr seht schon, da ist ein Bild von mir im Bild. Also Streamaufzeichnung. Und wir haben hier eine Runde mit Michaela gespielt. Ich muss mich zusammenreißen, nicht wieder ihren Namen zu singen. Das passiert mir sehr häufig. Wir haben hier eine Runde mit Michaela gespielt und ich dachte, die ist ganz okay, die kann ich euch mal zeigen. Und ja. Wenn ich irgendwelche komischen Sachen sage, bitte seht's mir nach. Ich habe mit dem Chat kommuniziert. Den könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber ich glaube, das ändert nichts an der Runde an sich, was ich da so laber. So. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und wenn du so einen Killer hast, der eh schon frustriert ist, hilft's auch nicht, zu erklären. Ich merke schon, dass ich viel zu wenig DBD spiele. Du hast DBD. Mensch, Pando. Wir haben ja doch so einige Spiele gemeinsam. In unserer Bibliothek. Spiel doch mal mit. Sogar fast alle Add-ons zu. Es wird höchste Zeit. Hey, du blockst mich. Ist übrigens ein Pyramidenkopf. Manchmal in den Videos, sobald ich weiß, was für ein Killer das ist, sage ich ja auch mal dazu, ah, ist übrigens so und so. Wo ich mir denke, ja, die Leute, die das Video gucken, wissen das auch. 2000 Spiele, nee, ich bin bei knapp 100. Ich glaube, wo ich letztens geguckt habe, war ich bei 98. Aber eventuell sind es mittlerweile auch 100 bei Steam. Dann bei Epic halt diese ganzen Gratis-Geschichten. Und bei Ubisoft habe ich noch so ein paar Sachen. Also verschiedenste Far Cry-Teile. Er kommt! Herr Tüftler! Okay, Pyramidenkopf mit Tüftler. Ich glaube, wir sollten im Haus den Gen wegmachen. Seit 2004? So lange gibt's Steam? Nee, ich habe tatsächlich Steam erst seit 2016. Also noch nicht so lange. Ja, Epic Games, ja. Aber das ist eine Grundsatzdiskussion. Genau, dann halt über Ubisoft noch so ein bisschen. EA, also Origins, habe ich nur die Sims, glaube ich. So. Aber es ist halt, ich glaube, das geht ja auch mit 2000 Spielen so. Es ist nie das Spiel dabei, was man gerade spielen möchte. Man guckt durch seine Bibliothek und denkt sich, nichts dabei, was ich gerade spielen möchte. Wie wenn man in den Kleiderschrank guckt. Man hat einfach nie was anzuziehen. Ah, Michaela! Herr Tüftler, er wird gleich hier hochkommen. Was? Das hat getroffen? Dein Ernst? Also der Hit, oder Chat? Der Hit. V
Vor allem als Frau nie. Ja. Oder das Bücherregal mit den ungelesenen Büchern, ja. Kann jemand den Jen oben fertig machen? Der ist fast durch. Danke. Er macht das Totem weg. Das ist keine Geline. Danke. Scheibenhonig. Wer hat ihn getreten? Wartet mal. Ich gehe mir jetzt einen Totem suchen. Segne das. Wo habe ich denn das erst gehabt? Das war in irgendeinem Jungle Gym. War nicht hier, ne? Ja, egal. Bevor ich jetzt einen Totem gefunden habe, kann ich mich auch so heilen. Sehr gut. Der dort ist an, oder? Kenne man nicht so richtig, weil der blinkt. Eigentlich heißt es ja, der ist nicht an. Doch, der ist an. Zählt das auch als Rettung vom Haken? Eigentlich? Müsste. Was hat er denn für einen Fluch mit? Neueste Teil von Dark Pictures erinnert mich an Saw. Ja, ich habe White Noise 2. Und ich würde das gern mal im Koop spielen, weil alleine funktioniert das nicht mit White Noise 2. Dann renne ich in einer Map-Ecke rum. Und komme nicht vorwärts. Aber ja, White Noise 2 habe ich tatsächlich. Wo ist denn jetzt noch ein Jen? Ja, House of Ashes, aber ich muss auch sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für ein Saw-Film kommen soll. Also. Ach du Kacke, hier sind ja zwei Jens mega nebeneinander. Hier einer und hier in dem Jungle Gym. Ach, du meinst den Trailer? Den habe ich mir noch gar nicht angesehen. Den Trailer zum vierten Teil. Mein Bruder hat House of Ashes so bis zur Hälfte gespielt, hat er gesagt, bisher mit einer Freundin. Ich werde jetzt erstmal Man of Medan spielen, dann irgendwann Little Hope, dann House of Ashes und bis dahin ist dann vielleicht auch The Devil in Me raus. Er hat Tüftler. Er läuft dort hinten. Er kommt nicht hierher. Okay, den ziehen wir durch.
Ihr halt noch langsamer als am Tor. Ich weiß nur, dass von Little Hope viele enttäuscht waren. Mich mal überraschen, wenn ich es dann spiele. Irgendwann. Das ist immer so die Frage, wann kommt man dazu? Es gibt so viele Spiele, die man spielen möchte. Echt am Haken rum. Mac hat Geline drauf. Erholt die sich, die am Boden ist? Hat die Flipflop dabei? Oder wie das heißt? Oder es gibt doch so einen Perk, dass du dich, wenn du kriegst, heilen kannst. Er kommt. So gut. Nach dem ersten habe ich aufgehört, die Reihe zu kaufen. Ich guck mal. Schritt für Schritt. Also ich glaube, aus dem Käfig hat nicht gezählt, weil es hat jetzt das eine gezählt, wo ich Mac vom Haken geholt habe. Boah. Naja.